Schönen guten Morgen, grüß euch, servus, habe die Ehre. Ich zeige euch heute mal, wie man Weißwurst macht, bayerische Weißwurst. Ja, und passt gut auf. Man braucht einmal einen großen Topf und da kommt der Wasser rein. Wassermarsch. Normaler Kaltwasser, aber warmes Wasser geht auch. Hauptsache nass und feucht. Das reicht schon. So, da nimmt man den Topf und steht noch auf dem Herd. Da nimmt man die Weißwurst, reißt den Backerl auf, schmeißt mit ganz viel Liebe die ganzen Weißwurst in den Topf rein. So, da muss man das aufdrehen, dass es warm wird. Bei mir am Ofen steht es auf 5. Das dauert jetzt eine Zeit lang, so eine Viertelstunde oder 20 Minuten, dann dürften die warm sein. Und des Weiteren muss man Obacht geben, dass es keine Reißverschluss gibt, dass die Wurst nicht zerreißt und dass es nicht kochen anfängt. Also ab und zu mal den Finger reinhalten und schauen, wie warm das Wasser ist. Wenn du die Bratzen verbrennst, dann weißt du, da stimmt was nicht. Kannst du weißt, was da hochgelangen, dann werden sie auch gleich sauer. In dem Backel drin, da ist auch noch Senf drin, da ist ein Händelmeier. Ein Händelmeier Hausmacher Senf, den reißt dann, das reißt dann raus und den Rest haust in den Müll tun. Du musst gut aufpassen, dass du deine Katze nicht den Müll zusammenfrisst oder am Schluss noch an die Weißwurst geht, die am Ofen stehen. Das ist Sünde. Sünde, gell, du magst auch Weißwurst. Bist du ganz eine Süße und magst so gern Weißwurst und einen süßen Senf. Ein bisschen musst du noch warten. Da liegt jetzt der Händelmeier Senf und da im Topf sind die Weißwurst. Und ab und zu mal den Finger wieder reinhalten. Ah, immer noch, das Wasser ist noch nicht einmal richtig warm. Aber 5, das passt schon und dann warten wir eine Viertelstunde. In der Zwischenzeit kann man auch noch einen Kaffee saufen. Da drückt man einmal drauf. Das ist ganz leicht. Der Kaffee kommt automatisch. Oh, das malt sich selber. Das Wasser passt auch. Super. Saufen wir heute mal einen Kaffee und rauchen eine. Lecker Kaffee mit Koffein. In der Zwischenzeit rauche ich mal eine. Das Wetter ist im Weißwürsten wurscht. Hauptsache es ist schön. Und Hauptsache es ist vor 11 Uhr. Wir sind ja ein bisschen musst noch warten auf die Weißwurst. Charlie, wie schaut's mit dir aus? Machst du später auch Weißwurst? Musst du Miau machen? Und zwischendurch immer mal die Finger ins Wasser halten. Jetzt wird schon wärmer, gell? Super, so soll das sein. Und Teller und Messer und Gabel haben wir auch schon hergerichtet. Mal schauen, ob da in der Gefriertruhe, ja, da sind's drin. Laugenbrezen, die machen wir jetzt auch noch. Wenn man die Packung von den Laugenbrezen da aufreißt, dann sind die noch alle roh. Die muss man erst auspacken und aufreißen. So, die Brezen sind wieder im Gefrierfach. Da liegen die nackerten Brezen. Die Brezen schmeißt man sich dann in den Backofen rein. Das wird jetzt eine Viertelstunde dauern. Also, eine gute Viertelstunde. Dabei schauen wir mal wieder zum Ofen, wie die Weißwurst ausschaut. Jetzt halte ich nochmal die Finger rein. Ah, jetzt ist schon wärmer. Grutze fix. Hey, haben wir beinahe die Pfoten verbrannt. Aber das ist ganz gut, weil durch das Fett an die Finger, da ist die Gefahr, dass das Wasser so komisch ist, dass die Weißwurst zerreißt, ist dann schon fast weg. In der Zwischenzeit saufe ich jetzt meinen Kaffee. Nein, das sind nicht Weißwurst, das sind alte Bananen. Das ist nur so ein Lückenfüller. Bis die Weißwurst dann fertig sind, zeige ich euch mal, wie alte Bananen ausschaut. Ganz schön windig heute. Ein Ostwind. Und eine kleine Info noch, man sollte bei den Weißwürsten mal drauf schauen, dass das eine ungerade Zahl ist. In dem Fall sind es 5. Ich weiß zwar nicht warum, 3 sind auch gut, aber oft ist die 10 mehr, das ist doch scheißegal. Und das halt vor 11 Uhr sollen es gegessen werden. Das geht sich schon aus. Und da ist nochmal mein Cindy kurz vor 11 und ich mache mir Weißwurst. Und bei der Zigarettenpause kann ich euch erzählen, dass das auch nicht mehr richtig bayerisch ist, was ich rede. Weil ich bin wahrscheinlich schon zu lang in immer wieder Österreich. Who do you pray for at night before you go to sleep? Are you proud? Also kochen darf's nicht, weil hab ich schon Hunger. Prost! From whiskey and cocaine.
Feuerwehr ist auch schon da. Wieder mit den Finger. Aua, 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 aua. Heiß, heiß. Heiß. Finger sind schon fast sauer. Das macht Spaß, ja, fein. Oh, zerreißen dürfen sie nicht. Kaffee ist auch schon halb leer. Und der Hunger wird immer schlimmer. Die Brezen werden gut. Und während die Negermusik rennt im Radio, zeige ich euch mal meinen neuen Rucksack. Den habe ich mir gekauft beim Hofer für 15 Euro. Der ist gut. So ein Trekking-Rucksack. Und so deppert schau ich aus. Und wieder an die Weißwurst. Busch, 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 busch. Uno, due, tre, quattro, cinque. Bier iki üç dört beş. Am de trois kat sak. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Am de trois kat sak. Ich glaube, die Brezen, die brauchen ein bisschen. Ein bisschen Zeit lasse ich die Brezen. Ne? Ich habe die Brezen ein bisschen spät reingeschmissen. Jetzt muss ich tricksen. Jetzt habe ich den Herd schon zurückgedreht und hoffe, dass die Brezen gleich fertig sind. Lieber Gott, schau, dass man bitteschön die Brez. Ah, die Weißwurst nicht zerreißt. Jetzt haben wir die Finger verbrannt. Passt, der Wecker ist abgegangen, nochmal 5 Minuten Brezen dürften fertig sein. Ah, die Brezen schauen verdammt gut aus, die nehmen jetzt raus aus dem heißen Ofen. So, der Herd ist aus und die Weißwurst sind fertig. 5 Weißwurst ohne Reißverschluss, ohne aufplatzt. Super. Ich freue mich schon. Ja, ich kann sie lassen, noch einmal tupfen. Autsch. Jetzt haben wir die Finger wieder verbrannt. So, jetzt sind die Weißwurst fertig. Ich werde jetzt einmal fressen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, habe die Ehre. Und freue mich, wenn ihr euch da was gelernt habt. Jetzt wisst ihr, wie ihr das Weißwurst macht, gell? Macht es wie, bleibt gesund, habe die Ehre, immer Spaß am Leben und ja, wir sehen uns. Pfiat euch, servus. Sind die, schau mal her. Da sind die Weißwurst, schau. Mua, lecker. Machst du ein Stück, ja? Warte mal, ich schneide ein Stück runter. Da sind die Kim, schau, ich hab das Stück runter. Da, schau her. Ja, feine. Da, Weißwurst für mein Katz. Nimmst du, holst du. Ja, geh weiter. Ja, holst du. Super. Und jetzt fress zusammen. Mua, gut.